Hey, ich bin Joey, willkommen zurück zu Infra im Horrorhaus von, ja, wie heißt er denn hier? Xander Berg war es nicht. Wie hieß er denn noch? Es war, ich muss mal eben gucken. Jeff Walter. In der alten Villa von Jeff Walter. Und ich glaube, wir haben hier noch einiges zu entdecken. Facecam übrigens jetzt wieder da, weil gefällt mir besser. Muss ich mich nicht so umgewöhnen. Okay, wir können erstmal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwelche Geheimnisse finden. Oder wir gucken erstmal. Ah ja, hier war noch ein Tape. Hören wir uns das erstmal an. Fangen wir direkt damit an. Okay. Verdammt. Er hat alle einfach umgebracht. Aber wo sind die Leichen? Wo sind die Leichen? Vielleicht noch irgendwo hier versteckt? Gibt es hier noch irgendwelche geheimen Gänge, Gegenden? Wir werden uns ein bisschen hier umgucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Oh Gott, es gibt einen Keller. Es gibt einen fucking Keller. Aber ich glaube, hier war ich sogar drin. Was ist der, der Eingang von unten? Hier ist nämlich, glaube ich, eine Tür, die zu ist. Da lag ja sonst auch nichts mehr, ne? Lass doch mal das scheiß Licht an. Kann ja nicht wahr sein. Oh, hier. Chip. Das ist cool. Dann können wir erstmal überall das Licht anmachen, wenn irgendwo was ist. Okay, hier ist nichts. Da ist auch noch eine Tür. Natürlich auch zu. Die haben wir, glaube ich, auch schon überall geguckt, soweit. Hier kommen wir wieder hoch. Ich bin etwas verwirrt. Dieses Haus ist sehr groß. Da sind wir, glaube ich, runtergegangen. Wir können auch die Treppe hoch. Oder hier ist noch... Hier ist ein Esszimmer oder so. Hm. Vielleicht finden wir ja noch mehr Schlüssel. Ach, hier war das Boot. Okay, in dem Raum waren wir auch schon. Das finde ich so verwirrend. Haben wir jetzt hier unten alles gemacht? Hier geht es wieder nur runter. Hier waren wir auch. Okay. Und da waren wir dann schätzungsweise auch schon. Das war das Büro und so, der eigentliche Eingang. Und hier war, glaube ich, zu. Nee, es ist auf. Ach, einfach nur die Hintertür. Dann kommen wir wieder runter, okay. Dann wollen wir mal oben gucken. Ich glaube, oben waren wir ja auf jeden Fall noch nicht. Was ich
sich oben so versteckt. Irgendwie glaube ich nicht, dass das alles war, hier unten. Okay, jetzt müssen wir mal systematisch vorgehen. Wir fangen jetzt einfach mal von der Treppe hier, fangen wir jetzt mal links an. Erinnert mich ein bisschen an das Resident Evil Gebäude hier. Ist einfach zu. Okay, was ist das? Untersetzer. Kann ich vielleicht irgendwo reinstellen? Sieht so aus, als ob die irgendwo reingehören. Als ob die irgendwo reingehören. Für einen Geheimgang oder sowas. Vielleicht an einem Kamin? Kamin oder so? Kaminzimmer? Sowas sieht doch immer nach einem Geheimgang. Geheimgang aus. Als ob man das irgendwo einsetzen könnte. Ich habe keine Ahnung wo. Achte mal drauf, ob ihr irgendwas Fünfeckiges seht. Ja. Ah, wir müssen zwei Stück davon finden. Okay, okay. Kriegen wir hin. Keine Ahnung, wo das andere sein soll. Da gibt es bestimmt einen Geheimgang. Da gibt es bestimmt einen Geheimgang. Sind hier oben alles... Ist alles zu, oder? Alles abgeschlossen. Ein Pferd. Aber wo ist das andere? Das muss ja auch noch hier irgendwo rumliegen. Vielleicht liegt das draußen irgendwo. Vielleicht liegt das draußen irgendwo. Ich muss mal eben gucken. Wo war denn das Office? Wo war denn das Office? Hier. Aha. Okay, dann brauchen wir noch eins. Ich habe keine Ahnung, wo das liegen könnte. Es könnte gut sein, dass wir draußen irgendwo suchen müssen. Es könnte aber auch hier irgendwo sein noch. Da! Ja, Mensch. Das war jetzt Zufall, als ich das gesehen habe. Oh, 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 oh. Jawohl. Bam. Was ist das denn? Ein Goldbarren? Polonium 210. Ist das giftig? Intriguing. Intriguing. The Jar of Death. Das, okay. Ah, das ist dieses Polonium. Okay. Ich glaube, er hat ihn vergiftet. Er hat Xander Burke vielleicht vergiftet? Kann das sein? Oder irgendjemanden? Liege ich da richtig? Trotzdem, so richtig weiter bringst du das nicht. Ich dachte, wir wären jetzt irgendwie weiter oder so. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo wir hin müssten. Warte, ich müsste nochmal oben gucken. Weil kann ja jetzt nicht alles sein, dass das alles ist da oben. Müssen wir noch was anderes geben. Ansonsten müssen wir mal draußen gucken. Gab es da vielleicht irgendwo ein... Gab es da vielleicht irgendwo einen Weg noch oder so? Scheint aber echt alles zu sein. Oh, da ist noch eine Hütte. Es sind überall diese grünen Leuchten. Angeblich soll alles erklärbar sein, was jetzt mit Part 3. Alle Sachen sollen irgendwie erklärbar sein und aufgelöst werden. Aber irgendwie habe ich da noch meine Zweifel. So, da hinten ist schon mal noch ein Scheißhaus. Waren wir hier schon? Waren wir da schon? Da geht's runter zur... Okay. Gehen wir mal in dieses Nebenhaus da. Wenn wir denn da reinkommen. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Oh. Can't carry any more of this. Warte mal, wir hätten vielleicht... Pass auf. Oh, wir müssen vielleicht noch ein Foto machen. Das habe ich ja ganz vergessen. Das habe ich ja ganz vergessen. Vielleicht können wir dann noch irgendwo ein Foto machen. Hier. Stains, handprints, probably that cop. I wonder what happened to the body. Ah, jetzt hat das auch gecheckt. Okay, gucken wir mal hier. Ey, wo war denn das Arbeitszimmer schon wieder? Da hinten. Fascinating. Fascinating. Ich frage mich, was wir mit dem Goldklumpen machen können. Ist doch ein Goldklumpen, oder? Fällt auf jeden Fall sehr schwer runter. Schade. Können wir nicht mal sehen, was draufsteht? Bank of Starbuck. 1 Kilo. Okay, es ist wirklich Gold. Lassen wir einfach hier.
Kann sich jemand anders drüber freuen. Gut, wieder raus. Hinaus. Richtung Hütte. Ich glaube, mehr haben wir jetzt hoffentlich nicht da zu fotografieren. Ich vergesse das. Vergesst das Fotografieren in letzter Zeit immer. Das ist auch so ein Ding wieder. Die sind überall. Was könnte es hier nur geben? Vielleicht können wir aber noch irgendwas mit dem Goldklumpen machen. Das Streichhölzer? Matches. Might be useful. Might be. Oh. Ich hoffe, das war nicht mehr useful. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße! I don't think I can fit this in my pockets. Okay, Batterien brauchen wir nicht mehr. Haben wir genug? Können wir überhaupt abspülen? Können wir nicht. Sehr, sehr unhygienisch. Würde mich nicht wundern, wenn die Drecksleute hier irgendwo einen Schlüssel verstecken oder sowas. Riesige Spinnen. Du hast also das Nest gemacht. Das Netz. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Okay, sonst noch irgendwas hier? Auf zum nächsten Raum. Hier steht ein Grill, ja gut. Im Haus grillen ist auch immer super. President Coffee. Hier steht eine Note. Toll, super. Super, dass wir die so super lesen können. Okay. I scouted out that... was? Es gibt ein Boot und irgendwas filled with water. I'm pretty sure that tunnel leads the... Wonder why he digging it. Es gibt irgendeinen Tunnel, wo man mit dem Boot hinkommt oder sowas. Vielleicht was zu schmuggeln. Ich bin noch nicht weitergekommen. In dem Hauptgebäude als im Keller. Du kennst die Gerüchte. Oh, hier. Ah. Okay. Wir haben ein Rad. Das könnte useful sein für irgendwas. Also wir haben Streichhölzer, wir haben so ein Rad, um irgendwas aufzumachen vielleicht. Irgendwas? Ein Schlüssel versteckt? Nein. Ich glaube, mehr gibt es hier in diesem Häuschen auch nicht. Oh, ein Keller. Eine Kettensäge. Jawohl. Dynamit. Alles klar. Aus dem Olot. Batteries. Taschenlampe. Licht. Können wir nichts anmachen. Kein Strom hier. Ah, oh, okay. Keine Ahnung, was das macht hier. Was das für ein Kessel ist. Können wir vielleicht irgendwie anfeuern? Warte mal, da war doch gerade irgendwo was. Ein Stück Holz? Ah, okay. Können wir irgendwas... Ah, wir können da... Ich glaube, wir müssen hier was anzünden. Vielleicht müssen wir noch mehr Holz finden. Kann das vielleicht sein? Oben war da auch noch ein Scheit. Guck mal hier. Ist ein Ofen. Ein Ofen, ist ein Ofen, ist ein Ofen. Aber was müssen wir denn damit machen? Aber immer noch nicht. Reicht immer noch nicht. 4 Holzscheite. Okay, schätzungsweise. Haben wir jetzt irgendwie was angemacht hier? Ich bin mir noch nicht sicher, was genau. Aber ich will noch mal kurz rausgehen, weil da hinten ist ja auch noch ein Haus. Vielleicht entdecken wir da auch was. Ich bin mal gespannt, ob wir die Leichen finden. Ich meine, eine Leiche haben wir ja mal ganz am Anfang gefunden. In diesem... Wisst ihr noch? Folge 6 oder so. Ich weiß es nicht mehr.
scheint ein Schuppen zu sein. Kommt man da irgendwie rein? Erstmal nicht so aus. Ah, ich bin gefangen. Ich glaube, das ist nur Fake. Ah, wir kommen hier auch gar nicht raus. Wir müssen da lang. Wir müssen durch diesen Keller-Dingsbums. Bin mir nicht sicher, warum. Ah, gehen wir einfach mal rein. Wo denn dieser Schlauch hinführen mag? Es ist auf jeden Fall sehr provisorisch gebaut alles. Okay. Scheinbar können wir so das Wasser irgendwie abpumpen. Wahrscheinlich, ich wusste es. Wahrscheinlich haben wir das Feuer jetzt nicht angemacht, weil ich einfach zu dumm bin und nicht gespeichert habe. Hoffentlich sagt er uns dann, wenn er das, wenn sich da was getan hat. Ich möchte nicht immer die Strecke hin und her gehen und gucken, ob sich da was getan hat. Das wäre ein bisschen blöd. Also scheinbar ist das so eine Art Pumpe. So eine Art Wasserpumpe. I need a lighter or some matches for this. Ach komm schon, wirklich? Haben wir hier nicht gespeichert? Matches. This should help with that pump. With the pump. I'm pretty sure that's not meant to be like pump that. Up the jam. Pump it up, pump up the jam. Warte mal, hier war noch irgendwo ein Zettel? Zettel noch? Irgendwo war ja doch noch ein Zettel. Hier. I have a feeling I'll be needing that boat. Ah, wir brauchen ein Boot. Ah, vielleicht können wir das irgendwo da noch gebrauchen, da unten im Keller. Pass auf, das bringe ich mal in den Keller, weil ich glaube, das brauchen wir für irgendwas. Okay, jetzt speichern wir erstmal. Save Game, Slot 2. Wofür brauchen wir das? Vielleicht können wir das hier irgendwo an ein Rohr noch anbringen oder so. Oder unten, ich bin mir nicht sicher. Da tut sich irgendwie überhaupt nichts. Müssen wir da nochmal gucken. Ich liebe ja solche Rätsel, die ich nicht verstehe. Hallo? Lampe? Danke. Der Tunnel ist absolut normal. Der muss nicht fotografiert werden. Das ist gut so, wie es ist. Okay, das Wasser ist immer noch da. Hilft mir nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich mit dem Rad oben irgendwo was aufdrehen. Oder irgendwie draußen, oder irgendwie sowas. Da muss es irgendwo was geben, wofür ich dieses Rad brauche. Vielleicht ein weiter oben. Das dauert einfach eine Weile. Vielleicht muss ich jetzt doch irgendwo... Irgendwo hier? Irgendwo da? Ja, wir müssen draußen erstmal gucken. Wo führt denn dieser Schlauch hin? Hier irgendwo? Hier oben? Vielleicht raus? Vielleicht mal draußen gucken? Ist auch noch ein... Ach, das war nur die Kackwurst. Gehen wir mal draußen gucken. Ob irgendwo außen vielleicht das Rad, das Ding dran muss. Geht auf jeden Fall, ja. Oh. Können wir nichts machen. Hm.
Okay, es muss irgendwas drin zu tun haben mit... Oder hier. Aber hier sehe ich auch nicht, wo es da weitergehen könnte. Warte mal, so ist aufgedreht. So müsste aufgedreht sein. Und so müsste aufgedreht sein. Das müsste jetzt aufgedreht sein. Aber wie funktioniert das dann? Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht das Wasser abgesaugt wird oder sowas. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt nur geraten. Gibt's aber auch nichts, wo man das Rad hätte könnte anbringen, ne? Okay. Ein Boot hilft mir da auch nicht weiter. Aber ich bin sicher, ich brauche dieses Ventil für irgendwas. Aber wofür? Es müsste eigentlich einfach nur das Kaminrohr sein. So. Jetzt gesagt, vielleicht da drauf oder so. Ich bin da gerade echt ein bisschen überfragt. Ah, warte mal, hier. Hier, glaube ich. Warte mal, wo ist mein... Ah. Da war der Anschluss für das scheiß Rad. Ich hoffe, das war's jetzt. Aha. Das klingt gut. Das klingt gut. Ist zumindest ein Zeichen dafür, dass sich hier irgendwas getan hat. Vielleicht ein Generator oder so? Auf jeden Fall höre ich jetzt was hier unten. Ja, das sieht gut aus. Okay. Was hat denn das Ding gemacht? Abgesaugt? Wirklich abgesaugt? Kann das sein? Ich hoffe, es hält. Und überall diese grünen Laternen. Vielleicht zeigen die auf irgendwas. Ich muss schon wieder hier. I still have 9 packs of Wir haben ja genug. Wir sind ja gut ausgerüstet. Für diese Tunnel halten. Not to go too deep. Ja, yeah, meine guten neuen Schuhe. Okay, es geht weiter. Hey, 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 hey. Ladescreen. Okay, weiter geht's in den Tunneln. Da ist wieder eine Leiter. Also hier wurde definitiv ein Verbindungsstück oder ein Geheimgang geschaffen. Oh! Yeah, das Boot. Das Auto kann man, glaube ich, nicht mehr fahren. Ein Geheimgang zum Bootshaus. Vielleicht, um hier zu flüchten. Oh, wir können Boot fahren. Nice. Ja, wir brauchen natürlich den Motor. Natürlich ist der Motor nicht da. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch Benzin und was weiß ich nicht alles. Gehen wir jetzt hier irgendwie rum? Das hat ja jetzt super geholfen. Was ist jetzt passiert? Ach so, wir sind da hochgeklettert. Wir haben Licht. Soll der wirklich hier rumliegen, der Motor? Irgendwo hier? Oh, tatsächlich. Ich wusste nicht, dass man hier hinkommt. Ist das nur hier? Batteries? That makes 10 packs of camera batteries. Das Boot. Wir konnten tatsächlich das Boot fotografieren. Oh. Oh, guck mal. Kisten. Wofür die Kisten? Vielleicht um zum Motor zu kommen oder so. Zurückzukommen? Brauchen wir vielleicht deswegen? Um irgendwo hinzukommen, wo wir sonst nicht hingekommen wären? Mal gucken.
must be careful not to go too deep. Ich glaube, wir sollten. Oh, scheiße! Aber ich glaube, wir brauchen die, um vielleicht, vielleicht zurückzukommen. Na toll. Landen wir wieder hier. Aber ist ja kein Problem. Wir wissen jetzt, was zu tun ist. I wonder if they have the motor for this time. Yeah, I wonder. Wofür brauchen wir wohl die Kisten? That makes 10 packs of camera. Guck mal, ob wir mit dem Motor hier rechts wieder hinkommen. Also wir brauchen wahrscheinlich die Kiste, um da wieder hochzukommen. Ah ja, verstehe. Dafür brauchen wir die Kisten. Rätsel über Rätsel, mein Gott. Jetzt schmeißen wir ihn einfach ins Wasser und das war's dann. Okay, nice. Wir speichern mal eben. Save Game. Können wir jetzt wirklich damit fahren? Oder ist gescriptet? Oh, wir können wirklich damit fahren. Oh, so Open World alles. If only I had my fishing gear with me. Oh, warte mal, hier. Das ist doch kaputt hier. Frage ist, wo wir hier lang müssen. Na, komm schon. Komm schon. Mark, I can see you from the helicopter. What happened to your car? You need a hand? No, it's going great. I'm having a nice boat ride here. All right. Well, we're almost at the power plant anyway. I'll see you in there. Okay, ich komme. So schnell, wie es mir irgendwie möglich ist. Wenn ich nur wüsste, wo ich lang muss. Ist nicht wirklich einfach, hier den Weg zu finden. Oh, da hinten, glaube ich. Diese verdammten Sümpfe. Mal gucken, was wir sonst noch so finden. Ich glaube, da hinten ist es. Ich sehe es schon. Das ist ja wirklich ein Labyrinth. Kann so schwer steuern. Wir hier unten vielleicht durch? Ja, aber ganz vorsichtig. Komm schon. Wenden ist wirklich nicht meine Stärke. Da ist es ja. Oh, es ruckelt ein bisschen. Oh, bitte ruckel nicht. Das ist diese neue Version von Shadowplay. Da ruckelt alles. Ich glaube, ich muss mal eben die Aufnahme pausieren. Moment. So, hoffe, jetzt geht's wieder. Wir machen uns mal weiter auf den Weg. Also wenn das passiert, dann tut's mir leid. Da muss ich ja leider Cut setzen. Ich hoffe, das passiert nicht immer. Das hatte ich schon in der Beta von Shadowplay. Aber sollte euch nicht kümmern. Da muss ich mir halt ein anderes Tool suchen. Mal wieder. Oha. I suppose this place shouldn't be underwater. Sieht so aus, ja? Müsste eigentlich eine Straße sein, wa? Was ist denn jetzt? Oh, jetzt regnet es auch noch. Great. Das haben die echt cool gemacht mit der Bootfahrt. Gefällt mir. So, da hinten ist das Plant. Da müssen wir hin. Wahrscheinlich sind die Leichen hier irgendwo versteckt. Fällt mir gerade so ein. Da, das ist überhaupt nicht gut. Irgendwo sind hier bestimmt die Leichen versteckt.
Wahrscheinlich werden wir es nie rausfinden. Alles kaputt, alles kaputt. Da ist der Eingang. Frage ist, wo genau müssen wir jetzt hin? Wir können ja nicht einfach durch die Tür gehen. Will das nicht fotografieren hier? Ist alles in Ordnung? Stolberg Industry Power. Wir fahren einfach mal außen lang. Und hier fängt es wieder an zu ruckeln. Ey, das ist doch zum Kotzen. Warum müssen die immer was ändern? Aber wir können da reinfahren. Ah, da. Da ist die Einfahrt. Vielleicht irgendwie seitlich da rein oder so. Wir können nicht anders. Ah. Okay. Jetzt muss ich aber wieder die Aufnahme stoppen hier. So, jetzt sind wir wieder im Kraftwerk und ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr ruckelt. Dass nur diese dämliche Indikatoranzeige dafür schuld war bei Shadowplay. Ich hoffe, dass es jetzt gut geht. Okay. Wir haben genug Batterien.